Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir geben jetzt die zwei letzten Seelensandbeutelchen ab. Gibt es Neuigkeiten zu den verbleibenden zwei Sandsorten? Bist du vielleicht sogar schon fündig geworden? Ja, bitteschön. Fantastisch, Theolun. Damit kann sich Sitz sofort an die Arbeit machen. Die Vollendung der makellosen Kristalle ist nur noch eine Frage von wenigen Sonnen. Ja, was nehmen wir denn da? Gigatrank, Gigaette, Super Elixier. Ich glaube, wir nehmen das Super Elixier. So, das wär's, Freunde. Welch prächtiger Anblick. Das also sind die Fänge, mit denen wir uns durch das Verteidigungssystem kämpfen werden. Korrekt, dank der Hilfe von Theo stehen wir schon bald vor den Toren des Kristallturms. Aber nur mit uns, Chef. Big Switch, schön, dass ihr hier seid. Hallo, Chef. Wenn es um allergische Technologie geht, sind wir zur Stelle. Nicht jeden Tag hat man schließlich die Gelegenheit, mit Dingen in Berührung zu kommen, die nicht einmal die Galia mit ihrem ganzen Magitech heutzutage mehr verbringen können. Wie könnten wir uns so etwas entgehen lassen? Freut mich, dass euer Wissensdurst umgestellt ist. Ich hoffe, ihr dachtet nicht, ich würde das nur für mich tun. Selbstverständlich werden wir unsere Entdeckungen mit allen teilen. Mächtige Technologien bergen die Gefahr, die Welt ins Chaos zu stürzen. Das haben die Galia mit der Ultima-Waffe ja leider eindrucksvoll demonstriert. Wedge, wie lautet das Motto der Galon-Metallwerke? Ja, sofort, Chef. Freiheit durch Technik, nicht wahr? Ganz genau. Wir werden nie etwas bauen, das eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen könnte. Es darf keine zweite Ultima-Waffe geben. Genau deshalb ist es so wichtig, den Kristallturm zu erforschen und nötigenfalls für immer zu versiegeln. Aus diesem und keinem anderen Grund bin ich hier. Das sind hehre Worte, mein Freund. Leute wie du sind es, die den Lauf der Geschichte immer und immer wieder entscheidend geprägt haben. Da bist du endlich, mein Freund. Wo hast du nur so lange gesteckt? Und warum hast du dich nicht gemeldet? Ich war zu vertieft in meine Suche, Rambois, und sogar erfolgreich. Aber dann traf ich jemand Interessantes und verlor das Interesse am Seelensand. Habe ich sie nicht gesagt, mein Lieber? Hier bin ich wieder. Gestatten Raha Dia, Gesandte der Gelehrten Baldesions und Archivar geschichtsträchtiger Ereignisse. Ich werde euch bei eurem Vorhaben unterstützen. Er mag verwegen wirken, doch täuscht euch nicht. Raha Dia wird ganz sicher eine große Bereicherung für unser Bündnis sein. Wunderbar, dann können Noahs Erben ja direkt loslegen. Noahs Erben? Das ist der neue Name unseres Expeditionstrupps. Schließlich brauchen wir einen, um in die Geschichte einzugehen, oder etwa nicht? Diese Expedition ist nicht länger bloß eine Unternehmung der St. Konar Stiftung. Deswegen war ich so frei, uns nach dem großen allergischen Magier zu benennen. Ein Großmagier? Irre! Also gut, Noahs Erben. Ein Turm will erstürmt werden. Seid ihr einsatzbereit? Packen wir es an. So, Graha Dia. Das Labyrinth der Alten. Hallo Theo, bereit zu neuen Heldentaten? Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, das Innere des Kristallturms mit eigenen Augen zu sehen. Wir sollten unverzüglich ausprobieren, ob unser eifriges Seelensandpolieren die Mühe wert war. Sid und seine Männer nehmen wir am besten mit. Rambois hält im Forschungslager die Stellung, falls Neuigkeiten aus Charlayan eintreffen. Die Führung übernehme ich, mit Widerwillen, wie
ich betonen möchte. Aber wer sonst sollte die Verantwortung übernehmen? Also dann, wir sammeln uns vor dem mächtigen Kristalltor südöstlich von hier. Bühne frei für die Erstürmung des Kristallturms. Alles klar, dann mal los. Und zwar dort unten. Dort waren wir nämlich noch überhaupt nicht. So, und hier haben wir das Kristalltor. So. Dann mal los. Anscheinend ist noch keiner da. Hinter diesem Tor wartet der Kristallturm auf uns. Seid ihr bereit? Du bist der Einzige, der das Gelände vor uns schon betreten hat, Cid. Geh du voran. Was hat es mit diesen unheimlichen Statuen auf sich? Sie bilden das Verteidigungssystem, das uns bislang am Vordringen gehindert hat. Sie sollen vermutlich Schatzjäger und dergleichen abhalten. In der Tat, äußerst effektiv. Doch mit diesen Krallen sollte es uns gelingen, ihn zu trotzen. Ich probiere es als Erster. Aber Chef, keiner weiß, ob es wirklich funktioniert. Und genau deshalb ist es mein Job, die Krallen zu testen. Schließlich habe ich sie hergestellt. Es funktioniert. In Ordnung. Als nächstes sind wir an der Reihe. Her mit den Krallen. Die Ehre des letzten Schritts soll dir gebühren, Theo. Es hat sich ausgewächtert vom Kristallturm. Dann kann die Turmbesichtigung ja endlich losgehen. Ich hätte nichts gegen ein hübsches Studierzimmer mit Blick auf den Silbertränensee einzuwenden.
fürchte, da wirst du dich noch etwas gedulden müssen, mein Lieber. Wir sollen eine erste Erkundung des Kristallturms Tero und den anderen erfahrenen Abenteuren überlassen. Was? Aber wieso? Ich dachte, wir würden den Turm erforschen. Und das werden wir auch. Aber noch ist es dafür zu früh. Du hast doch gesehen, wie gut sie die Anlage selbst hier draußen abgesichert haben. Ich will gar nicht daran denken, was uns drinnen noch alles erwartet. Solche Gefahren sind Zivilisten wie wir nicht gewachsen. Nur erfahrene Abenteurer wie Tero haben da drin eine Chance. Wir werden in der Zwischenzeit die Überreste der Wächter untersuchen. Das sollte uns helfen, den Kristallturm und seine Mechanismen besser zu verstehen. Und dafür könnten wir ein helles Köpfchen von den gelehrten Baldesions gut gebrauchen, Grahatia. Du hast dich sehr schön in Schmeicheleien gekleidet, Sid. Aber wo du recht hast... Aber gut, Theo, sieh dich erst einmal in den Bereichen am Fuß des Turms um. Es wird auch das Labyrinth der Alten genannt. Einen roten Teppich brauchst du uns nicht auszurollen. Und gegen monsterfreie Korridore hätten sicherlich niemand von uns etwas. Melde dich über deine Kontaktpelle, sobald du da drinnen aufgeräumt hast. Wir schließen dann zu dir auf. Und lass dich von den Lagern nicht einschüchtern. Sie mögen uns kulturell weit überlegen gewesen sein, aber es wird schon seine Gründe haben, dass sie nicht bis heute überdauert haben. Gutes Gelingen, mein Freund. Labyrinth der Alten nun zugänglich. Inhalt für Allianzen. Ja, eine Allianz besteht aus 24 Spielercharakteren aus drei Gruppen, A, B und C. Und, naja, das war's im Prinzip eigentlich schon. Und, ja, wie das dann so funktioniert, sehen wir ja dann. So, Kristallturm, Labyrinth der Alten. Man hat dafür 120 Minuten Zeit. Ja, klingt jetzt erstmal viel, aber es gibt tatsächlich Gruppen, die brauchen diese 120 Minuten. Und ja, ich denke mal, für den allerersten Raid sollte das jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Gut, den melde ich dann zwischen den Folgen an, weil wir werden da auf jeden Fall eine ganze Folge dafür benötigen. Das ist nämlich viel länger als nur so ein normaler Dungeon. Und ja, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Das ist eine gute Frage. Quests zum Abgeben haben wir erstmal nicht. Dann würde ich eigentlich fast schon sagen, wir machen einfach mit der Hauptquest weiter in dieser Folge. Können aber noch gucken, ob wir irgendwas bei unserer Ausrüstung verbessern können. Ja, zum Beispiel einen zweiten Ring. Wäre mal nicht schlecht. Gut, den konnten wir uns leisten. Und den legen wir auch mal an. So, und schon haben wir das Level 111. Gut, dann gucken wir uns doch mal um, was wir uns noch kaufen können mit 170. Nee, nicht mal... Ja, super. Eigentlich gar nichts. Jo, gut. Dann war es das erstmal wieder mit Aufrüsten. Apropos Aufrüsten. Haben wir hier nicht irgendwo jemand, der reparieren kann? Ach, ja, hier, Reparateur. So, wisst ihr was? Dann machen wir einfach mal alles. Gut. So, dann machen wir mal weiter mit der Hauptquest und gehen zu Lymphidia. In den Sonnenstein.
So, Minfilia, Hallöchen, ein neuer Morgen. Hallo Theo, ich hoffe, du hast nach dem nervenaufreibenden Kampf gegen den Muggelkönig etwas Ruhe gefunden. Die Mitglieder des Bundes haben sich bereits ganz gut in Geist und Soul eingelebt. Besonders Tataru ist ganz begeistert von unseren neuen vier Wänden. Und das erste Hilfsgesuch hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Ironischerweise erreichte es uns ausgerechnet aus unserer alten Heimat Tanalan. Dort sind die Amagina Bergbau AG in letzter Zeit mehrere Lieferungen abhanden gekommen. Ein Umstand, den den profithungrigen Mineralienhändler natürlich gar nicht schmeckt. Die Messingklingen mutmaßen, dass es einen Verräter in den Reihen gibt, der Patrouillenpläne durchsickern lässt, um den Dieben freie Bahn zu gewähren. Normalerweise würden wir uns in solche Angelegenheiten natürlich nicht einmischen, doch diesmal gibt es ein pikantes Detail. Bei den verschwundenen Mineralien handelt es sich ausnahmslos um Kristalle. Das klingt vertraut, nicht wahr? Richtig, genau wie bei der Sache mit dem Amal-Jar, die damals Kristalle für die Beschwörung von Ifrit gestohlen haben. Kristalle sind das Lebenselixier der Primae. Die Vorfälle sollten uns da aufhorchen lassen. Es ist gut möglich, dass einer der wilden Stämme, und die Amal-Jar stehen wegen der geografischen Nähe ganz oben auf der Liste der Verdächtigen, wieder seine Finger im Spiel hat. Falls dem so ist, müssen wir einschreiten. Tankred und Ishtola sind bereits nach Talan aufgebrochen, um dort Nachforschungen anzustellen. Du solltest zu ihnen stoßen und sie dabei unterstützen. Als ich das letzte Mal mit Ishtola sprach, hielt sie sich in Horizont auf. Also versuche am besten dort dein Glück. Ich werde mich in der Zwischenzeit mit den Zuständigen der Amagina in Verbindung setzen und versuchen, weitere Details in Erfahrung zu bringen. Gut, dann ja. Auf nach Horizont. Unser letztes Teleport-Ticket. Ah, schade. Ah, da steht sie ja. Wie schön, dass du uns hilfst, Theo. Die Amagina-Kristalle wurden unter anderem in diesem Camp zwischengelagert. Wir versuchen momentan, die Schwachstelle in der Organisation der Messingklingen zu finden. Als ich das letzte Mal mit Kommandant Fufulupa sprach, hatte er noch keine konkreten Hinweise auf einen Verräter. Aber vielleicht hat sich in der Zwischenzeit etwas Neues ergeben. Ich habe mir bereits alle Umstände schildern lassen, aber es kann sicher nicht schaden, wenn du ihn auch nochmal befragst. Eventuell fällt dir bei seiner Darstellung ja etwas auf, das mir entgangen ist. Jo, dann suchen wir noch den mal. Da ist er auch schon. Du arbeitest gemeinsam mit Ishtola an der Aufklärung der Kristalldiebstelle? Die Messingklingen werden selbstredend alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Bund der Morgenröte bei seinen Ermittlungen zu unter... Oh, vielleicht sollte ich das lieber nicht zu laut hinausposaunen. Der Spion könnte schließlich mithören. Wie ich zu meiner Schande gestehen muss, ist es uns bisher leider noch nicht gelungen, Hinweise auf den oder die Täter zu finden. Und das, obwohl bereits mehrere Lieferungen der Amagina Bergbau AG abhanden gekommen sind. Es ist wirklich eine Schande. Ich habe ja sofort gesagt, dass ich den Posten des stellvertretenden Kommandanten nicht verdiene, aber auf mich hat ja mal wieder niemand gehört. Selbst eine Chocobo-Kutsche, die ich vorhin routinemäßig inspizieren wollte, hat einfach es ausgenommen, um mich vor meinen Kollegen in einer Staubwolke stehen. Moment mal. Vielleicht hatte die ja gestohlene Kristalle geladen. Wieso bin ich bloß nicht früher drauf gekommen? Lass ich mal kurz in die Unterlagen schauen. Ja, Patrouillenberichten zufolge ist die Kutsche in Richtung östliches Tanalan geflohen. So. Eine Kutsche, die vor einer Kontrollierinspektion der Messingklingen die Flucht ergreift und ins östliche Tanalan flieht, da wo die Amal-Jar ihr Feldlager haben? Das ist in der Tat höchst verdächtig. Eventuell ist eine Übergabe von gestohlenen Kristallen geplant. Es trifft sich gut, dass Tankred ohnehin gerade mit der Observation des wilden Stammes beschäftigt ist. Sollte die Kutsche gestohlene Kristalle an die Amal-Jar liefern, entgeht ihm das bestimmt nicht. Ich werde ihn schon einmal per Kontaktperle vorwarnen. Mit den Äxten ist bekanntlich nicht zu spaßen. Warum leistest du ihm nicht Schützenhilfe? Jo, kein Problem. Ab nach Camp Knochenbleich.
So. Dann mal geschwind zu Tankred. Und da vorne steht er auch schon. Ah, Tero, höchst erfreut, an diesem trostlosen Ort deine Gesellschaft genießen zu dürfen. Du bist wegen der Kutsche hier, nicht wahr? Die habe ich gerade vor wenigen Augenblicken in die Obhut der Messingklingen übergeben. Allerdings muss ich dich leider enttäuschen. Gesalle hatte sie nicht geladen. Lediglich Somnus. Wir haben es also mit ganz gewöhnlichen Schmugglern zu tun. Bei deiner Amajar tut sich ebenfalls nichts. Ich denke, wir verschwenden hier bloß unsere Zeit. Lass uns nach Horizont zurückkehren und dort mit Istola neue Pläne schmieden. Tut mir leid, dass du den weiten Weg ganz umsonst auf dich genommen hast. Ja, super. Dann wieder zurück. Hätte man das nicht mit Kontakt regeln können? Unsere Amalchar-Verdacht hat sich also vorerst nicht als begründet erwiesen. Wer hätte das gedacht? Dabei sind die Knaben doch sonst nicht gerade verlegen, wenn es um Raub und Entführungen geht. Aber ich muss zugeben, momentan können wir den Echsen nichts anhängen. Sie scheint zwar einige Male Ifrit beschworen zu haben, aber dies geschah mit Kristallen, die sie sich bereits früher unter den Nagel gerissen hatten. Ich fürchte, im Augenblick bleibt uns nichts anderes, als abzuwarten und zu hoffen, dass sich eine neue Spur ergibt. Ich werde Uriangé in Sonnenwind bitten, die Augen ebenfalls offen zu halten. Also dann? Hallo? Ich bin's, Tankred. Ich habe Neuigkeiten. Verstanden. Ich werde wachsam sein. Und noch eines, Tankred. Kürzlich hat sich eine junge Dame nach deinem Verbleib erkundigt. Was soll ich hier ausrichten? Tut es denn etwas zur Sache, ob ihre Erscheinung reizvoll war? Gut, dann sage ich ihr, dass sie ihr Glück oder Verderben in Geisterzoll finden wird. Und spar dir deine Anzüglichkeiten. Solchen Eskapaden bin ich nicht im geringsten zugeneigt. Ich grüße euch. Wir kommen aus dem Reich Doma, weit im Osten. Wir möchten mit dem Herrscher dieses Reiches sprechen. Wer ist euer Anführer? So, jemand aus Doma. Die Kristallfalle. Istola meinte, sie hätte Fufuluba gerade verdrießlich von sich hier grummeln hören. Ob seine schlechte Laune was mit dem Verschwinden der Kristalle zu tun hat? Wir sollten in Erfahrung bringen, ob es hier etwas Neues gibt. Fufuluba, du hast vorher nicht besonders glücklich gewirkt. Gibt es vielleicht Neuigkeiten zu den Kristallen? Ja, und keine besonders guten. Ich habe die Kristalldiebstelle noch einmal auf Gemeinsamkeiten abgeklopft und dabei festgestellt, dass sie sich alle zutrugen, als gerade keine Patrouille von uns zugegen war. Das kann kein Zufall sein. Wir stellen die Patrouillepläne regelmäßig um, damit sie nicht vorhersehbar werden. Trotzdem haben die Täter stets den exakt richtigen Zeitpunkt abgepasst. Das kann nur eines bedeuten. Es gibt einen Informanten in unseren eigenen Reihen. Riecht in der Tat verdächtig nach einem Maulwurf. Dann sollten wir versuchen, ihn ins Tageslicht zu locken. Wir streuen die Information, dass ein Trupp der Amajina Bergbau AG ein neues Kristallvorkommen entdeckt hat. Schön und gut, doch was benutzen wir als Köder, Istola?
mich. Ich werde mich als Minenarbeiterin tarnen und so tun, als würde ich Kristalle abbauen. Wenn wir Glück haben, sind der oder die Diebe so dumm, sich von einer einsamen Frau zu Unvorsichtigkeit verleiten zu lassen. Ihr legt euch in der Nähe auf die Lauer und schlagt zu, wenn sich jemand zeigen sollte. Das klingt nach einem guten Plan. Ich schlage vor, dass sie ihn östlich vom Morgenrottor in die Tat umsetzt. An dieser Stelle sind schon früher Kristalle gefunden worden. In Ordnung. In diesem Fall werde ich mich südlich von Ishtolas Standort in Position begeben. Übernimm du die nördliche Flanke, Theo. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Ausgezeichnet. Ich werde unsere Patrouillen direkt neu einteilen und ganz beiläufig erwähnen, dass diese höchst wichtige Kristallgrabung unter allen Umständen bewacht werden muss. Alles klar, dann können wir direkt mit unserer Operation beginnen. Ich bin schon sehr gespannt, welcher Fisch uns wohl ins Netz geht. So, wir müssen dort drüben hin, okay. So, dann warten wir hier mal ab. Schau mal an, wen haben wir denn da? Noch mehr. Wie praktisch. So, Ishtola, wo bist du? Da ist sie. Ich habe Kampfgeräusche gehört. Was gibt es zu berichten? So, keine Amateur, also. Nein, ein paar stämmige Seewölfe und leider ziemlich wortkarg. Aus denen war nicht viel rauszubekommen, bevor sie den Löffel abgaben. Seewölfe? Ungewöhnlich. Die meisten Rogodynen in Ulda gehören eigentlich zur Lohengrade. Was die wohl hierher verschlagen hat? Gute Frage. Übrigens hatten die meisten blaue Tätowierungen im Gesicht. Sah ziemlich gruselig aus. Was du nicht sagst, könnte das bedeuten? Ich habe das am Verdacht. Ich werde diese Sache mal nachgehen. Verstanden. Wir beide kehren in der Zwischenzeit nach Horizont zurück und bringen dir in Erfahrung, ob sich bei den Messingklingen etwas getan hat. Wir können dort auf Ishtola warten. Gut, dann erstmal zurück nach Horizont. So, und hier machen wir dann erst in der nächsten Folge weiter. Also, ja gut, vielleicht übernächste Folge. Ich werde jetzt erstmal für den Kristallturm anmelden. Beziehungsweise das Labyrinth der Alten. Und dann werden wir das in der nächsten Folge erstmal komplett erledigen. Und, naja. Dann sehen wir schon, ob wir noch Zeit dafür haben. Wenn nicht, dann spätestens in der übernächsten Folge. Gut, dann erstmal danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.